Hallo, mein Name ist Daniela Heiser von danielaheiser.de. Ich berate und begleite Familien mit hochbegabten, mit unterforderten Kindergarten- und Grundschulkindern und führe die Familien, in denen oft eine sehr anstrengende Stimmung auch herrscht, zu einem entspannteren Familienleben. Häufig werde ich von den Eltern gefragt, Frau Heiser, unser Kind kann sich gar nicht alleine beschäftigen. Ich habe das Gefühl, ich muss ständig animieren und das immer, ich muss ihm ständig Futter liefern. Ich komme da sehr oft an meine Grenzen. Muss das denn immer so sein? Ganz prinzipiell müssen wir uns einfach vor Augen halten, dass die unterforderten, dass die hochbegabten Kinder sich häufig im Kindergarten und Grundschule langweilen. Vor allem, wenn diese Kinder eben nicht begabungsgerecht gefördert und gefordert werden. Das heißt, sie durchleben die Vormittage und oftmals auch die Nachmittage mit angezogener Handbremse. Und dann ist klar, dass die am Nachmittag vor allem hier Futter für den Kopf auch brauchen. Nichtsdestotrotz müssen natürlich Kinder, egal ob hochbegabt oder nicht, auch lernen, sich alleine zu beschäftigen. Ja, also Dinge zu finden, die sie für sich alleine tun. Je jünger das Kind ist, desto kürzer ist in der Regel auch die Zeit, in der sich die Kinder alleine beschäftigen können. Ja, jetzt nehmen wir mal ein 3- oder 4-jähriges Kind, dem gelingt es häufig eben nur kurze Zeit, sich auch alleine zu beschäftigen im Zimmer. Älteren Kindern, ja, Vorschulkindern, 5-, 6-, 8-jährige Kinder, da kann das natürlich schon, ich sage jetzt mal, zwischen einer halben Stunde und 2 Stunden dauern, dass die einfach im Zimmer verschwinden und sich dort mit den Dingen beschäftigen, mit dem Spielzeug beschäftigen, das sie auf ihrem Niveau quasi auch abholt. So, jetzt gibt es aber viele Kinder, und das erlebe ich in der Beratungspraxis immer wieder, die sich so gar nicht alleine beschäftigen können. Ja? Die sind 5 oder 6 Jahre alt und hängen quasi am Nachmittag immer am Rockzipfel der Mutter oder des Vaters oder der Betreuungsperson. Und da ist so ein ganz kleiner Tipp, wir müssen Kinder auch heranführen, langsam heranführen ans alleine Spielen. Und so können sie eben bei einem Kind, das sich bisher wenig bis gar nicht alleine beschäftigt, können sie einfach mal anfangen mit 5 Minuten. 5 Minuten sind für Kinder überschaubar, auch für Dreijährige. Die ins Zimmer zu schicken, zu sagen, ich brauche jetzt hier 5 Minuten meine Ruhe, ich möchte in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken oder mit der Oma telefonieren oder ein Buch lesen, je nachdem, was ansteht. Und die Kinder aber darin unterstützen, dass sie sich die Zeit etwas besser vorstellen können. Für ein dreijähriges Kind sind 5 Minuten eine unendlich lange Zeit. Ja, von daher, ich habe Ihnen mal mitgebracht hier. Meine Sanduhr, das ist die 5-Minuten-Sanduhr, so muss ich es halten, damit man es auch sehen kann. Ja, dann ist das visualisiert für die Kinder und sie können vielleicht, wenn ihnen nichts einfällt, was sie spielen können, in der Zeit einfach die Sanduhr betrachten. Ja, also mit 5 Minuten anfangen diese Woche und vielleicht sind es nächste Woche schon 10 Minuten. Ja, das ist die 10-Minuten-Sanduhr. Oder das Ganze durch einen Küchenwecker unterstützen, dass dann ein Geräusch von sich gibt, wenn es quasi, wenn die Zeit um ist. Sie als Eltern müssen aushalten, dass die Kinder vielleicht in der Zeit nur im Zimmer liegen und die Füße oder die Beine an der Wand hochstrecken, dass die erstmal gar nichts mit sich anzufangen wissen. Vielleicht können Sie auch im Vorfeld eine Liste erstellen. Was kann ich denn mal alles tun, wenn ich alleine bin in meinem Zimmer? Ja, das Puzzle, das wollte ich schon lange mal wieder spielen. Oder ein Bild für die Oma malen oder das eine Tipptoy-Buch mir anschauen. Vielleicht hilft das Ihrem Kind, da auch eine gewisse Routine reinzubringen. Also ganz wichtig ist auch bei hochbegabten, bei unterforderten Kindern, dass die sich alleine beschäftigen, damit Sie als Eltern auch mal wieder die Zeit haben, durchzuschnaufen, ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, Dinge zu erledigen, die wichtig sind, Gespräche zu führen, die anstehen. Oftmals gibt es ja auch noch andere Geschwister, die irgendwie Unterstützung, Bespaßung, was auch immer benötigen. Ganz prinzipiell finde ich, Kreativität entsteht aus Langeweile. Ja, also erstmal diese Leere im Kopf zu haben, um neue Ideen zu entwickeln. Das brauchen auch hochbegabte Kinder. Diese Kinder brauchen aber nicht die komplette Langeweile am Vormittag im Kindergarten und Schule, weil das zu viel Langeweile ist. Ja, aber am Nachmittag,
Einfach mal ins Zimmer zu gehen und nicht zu wissen, was soll ich denn gerade spielen, das tut auch hochbegabten Kindern gut. Wenn Sie weitere Anregungen brauchen für eine entspannte Familienzeit mit Ihren unterforderten und hochbegabten Kindergarten- und Grundschulkindern, dann lade ich Sie ein in meine Facebook-Gruppe. Auf meiner Fanpage hier finden Sie auch die entsprechenden Informationen. Ich freue mich, Sie dort als Mitglied auch begrüßen zu können.